Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Enderal. Und diesmal kein so epischer Anfang, dafür aber wirklich die epische Folge, denn das hier wird wirklich die letzte Folge von Let's Play Enderal sein, denke ich mal. Die letzte Folge war ja die eigentlich die letzte Folge sein soll, aber dann waren die Vorbereitungen doch so ewig lang, dass ich mich doch dagegen entschieden habe, die als letzte Folge zu machen. Die ging ja eine halbe Stunde nur vorbereiten, nur Sachen verkaufen, skillen. Dafür sind wir jetzt ein OP-Charakter. Haben Zweier und auf über 100, haben schwere Rüstung auf über 100, haben Entropie, haben 5 voll ausgebildete Skill-Trees. Wie war das nochmal in Enderal? Kann man maximal 2 full skillen? Gut. Das sieht bei uns nicht vor. Haben die wahrscheinlich besten Waffen im kompletten Spiel? Haben so viel unfassbar viele Erfahrung. Und ja, auch durch die ganzen Skills haben wir noch knapp 600 Tragfähigkeit. Da kann man auch nichts zu sagen, ne? Wir könnten theoretisch alles mitnehmen, wenn wir das im Finale gar nicht mehr müssen. Weil es ist halt das Finale, ne? Danach braucht man nichts mehr. So. Wir sind vorbereitet. Unser Charakter ist. Ja. Ist wie ein Skarra-Krieger. Es ist der Tamriella Kämpfer. Was gucke ich eigentlich da hinten? Nur mal so aus Interesse. Ich gucke an nichts Spezielles, okay. Wollte mal dieses antike Gebäude dort ersichten. So. Jetzt betreffen Kalia vor dem Emporium treffen. Und ich würde sagen, dann geht's echt mal los. Und ich freue mich auf das Finale von Enderal. Es gab Höhen und Tiefen in diesem keine Ahnung, wie lang das Let's Play ist. Es ist 200 Folgen schon mittlerweile, glaube ich. 200, 250 nicht. Ich weiß, Folge 500 war noch in Skyrim. Keine Ahnung, warum wir nach Enderal gewechselt sind. Kann ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf sagen. Und da steht sie. Und es ist bereit, Zeit für den Kampf. Vielleicht lese ich nochmal, um das alles für mich selbst aufzufrischen, weil klar, diese ganzen Sammelfolgen haben natürlich viel weggemacht mit der Beschreibung durch. Für das höhere Gut. Aller Verluste zum Trotz fanden wir in der Sternstadt, was wir suchten. Eine Fährte zum Numinus, dem Bewusstsein eines Hohen. Mein Magistra Jaelas Theorie aufgehend, ist der einzige Ort, an dem wir ein solches finden können, die Stadt der 1000 Fluten, in der die letzte Läuterung geschah. Wir müssen dorthin reisen und mittels meines Echos eine Erinnerung an die letzte Erläuterung heraufbeschwören und dann das Wort der Toten auf den Hohen ansetzen. Ein riskanter Plan, aber der einzige, den wir haben. Großmeister Arantheal sagte, in ein paar Tagen sollten die Arkanisten die alte Sternlingskarte entziffert haben. Ich sollte diese Zeit nutzen, um lose Enden zusammenzufügen. Das habe ich gemacht und nun ja. Ich bin dunkle Hüterin, sehe ich gerade. Dann geht's es los. Kalia. Die folgende Entscheidung leitet Ereignisse ein, die zum Ende des Spiels führen. Falls ihr noch etwas in der Spielwelt zu erledigen habt, solltet ihr dies davor tun. Nein, wir haben alles getan, was wir wollten. Ich bin bereit. Gehen wir ins Emporium. Ich habe genug gewartet. Oha. Und es ist verbuggt. Ah, es kann doch echt nicht sein, oder? Dass diese Tür jetzt echt verbuggt ist? Um.
Ich gehe einfach da rein und hier raus. Ja, das zeugt übrigens von diesem Spiel. So, diese Bugs. Schrecklich. So, jetzt hoffe ich, dass das geht. Ja, die Tür sieht gut aus. Nein, die Tür sieht immer noch nicht gut aus. Scheiße. Oh, es klappt, es klappt. Ha. Auch wenn ich nicht glaube, dass es so ganz komplett korrekt sein soll. Kalia, ich mag dich ja so sehr, ne? Es ist so schade, dass es zu Ende geht. Großmeister Arantial. Und wo? Aber wenn das stimmt, wie kann es sein, dass sie all die Jahrhunderte über unentdeckt geblieben ist? Es gab doch Expeditionen in die Unterstadt. Und wie sollen wir dort hinabkommen, wenn die Stadt verschüttet ist? Würde sie freizulegen Jahrzehnte dauern. Okay. Na dann sprechen wir mit dem Erzmagister, würde ich mal behaupten. Also in der Unterstadt. Und die Stadt der tausend Flute die ganze Zeit unter Arg gewesen. Aber mich wundert es, dass das noch niemand entdeckt hat. Ich meine, die Unterstadt ist, wie in den Geschichten erzählt, ist ja riesig. Da leben ja Hunderte, Tausende Menschen. Dass dann noch keiner das entdeckt hat. Ein Wunder. Und wir werden es entdecken.
Sonst wäre das Sinn dieses Spiels nicht normal. Aber mal gucken, was uns da erwartet. Ne Witze. Ich suche den Erzmagister. Er sollte eigentlich hier sein. Ah, danke. Ich tue, was ich kann. Was? Da seid ihr nicht alleine, aber wir haben nicht gerade viele andere Optionen. Nein, es wird funktionieren, glaubt mir. Was ist passiert? Ein Geruch. Was? Ja, aber Oh mein Gott! Es passiert etwas. Die besessenen Hüter. Hilfe! Ja, was ist denn los? Wieso seid ihr denn besessen? Denkt doch, es ist das falsche Ziel, was ihr macht. Ihr denkt nur falsch. Oh mein Gott.
Scheinbar nicht. Was ist mit dem Leuchtfeuer? Ich muss mich kurz heilen. Was zur Hölle? Ich höre keinen Lärm. Doch, warte, jetzt höre ich. Das sind die Kampfschreie. Ich sehe gar nichts. Was sehe ich denn? Es ist ein... Na wunderbar. Ich sehe gar nichts. Diese Hure! Ich wusste doch, dass ich sie hasse und es war ein begründeter Verdacht. Diese dreckige Hure Truchessa. Ich hasse dieses Weib so abgrundtief widerlich. Schlechtet sie. Da brauche ich keine Beweise. Wir vergeben ihr, aber nicht der Turessa. Server weg.
Oh, aber ich sage sogar, wir können nicht nur den Krieg, sondern auch die Schlacht gewinnen. Wir werden das schaffen. Hier wird keiner rein und keiner rauskommen. Warum bist du hier? Das ist wahr. Hoi, hoi! Mensch, war das eine Ansprache, will ich mal behaupten. Das ist wahr, Kalia. Aber wir werden diesen Krieg, wir werden diese Schlacht, wir werden diesen Wahnsinn gewinnen. Diese Läuterung. Wir werden es gewinnen. Die Hohen werden verlieren. Denn wie Alarantia schon sagte, die Hohen sind die einzigen, die die Gegner sind. Das ist so still hier, so ruhig. Die Ruhe vor dem Sturm, wie man nur sagen könnte. Eigentlich noch ganz gut belebt dafür, dass hier so ein Krieg ist, ne? Treffen der Höchsten.
Ihr habt gesagt, dass wir den Numinus finden werden. Aber wie sollen wir mit all den Meeremesen zum Eingang dieser Stadt der tausend Fluten kommen? Sicherheitsvorkehrung? Ich kann mir schon denken, in welche Richtung das geht. Giftgas? Und ihr wollt durch die Schächte hinabsteigen? Okay. Die Trümmer der Ordnung. Uiuiuiui. Das ist jetzt echt ernst. Ach, ich lege hier mal aufs Falsche. Der schlimmste aller Fälle ist eingetreten. Die Truhessa und gut die Hälfte der Hüter haben uns verraten. Sie haben Taranor Korax Armeen in die Stadt gelassen, was diese jedoch mit Blut dankten. Nun liegt alles an uns. Einzig und allein der Sonnentempel ist noch nicht von den Neremesen überrannt und wir müssen einen Weg finden, den Numinus zu finden und das Leuchtfeuer zu entzünden, bevor es zu spät ist. Laut Arantia gibt es in den Gewölben des Sonnentempels eine Art Schachtsystem, das uns hinab in die Unterstadt führen kann. Ironisch. Ursprünglich war es dafür gedacht, eine aufgebrachte Meute im Fall des eines Aufstandes unschädlich zu machen. Jetzt soll es unser Schlüssel zur Rettung sein. Mein Gott. Alles nicht leicht. Alles nicht leicht zu ertragen, vor allem. Bringt eure Geliebte mit uns. Das waren schöne Worte. Na, doch. Da, gut. Uiuiui. Dieser Kampf ist halt echt laut, ne? Ihr schafft das. Ich habe volles Vertrauen in euch. Kalia? Kein schöner Anblick, was? Es gibt ein Schachtsystem im Königsberg, über das im Notfall Giftgas in die Unterstadt hätte geleitet werden sollen. Wir können es nutzen, um hinabzusteigen. Ich weiß nicht, ich verstehe den Gedanken dabei, aber welchen Sinn hat es, mein Leben vorzuwerfen? Allein schon wegen uns beiden. Ich weiß nicht, wenn es einen Weg gibt, das ganze Leben zu überstehen, dann würde ich es darauf ankommen lassen. Zeichen setzen hin und her. Nein, alleine wegen uns beiden.
Taylor, Yuslan und Kalia im Kellergewölbe des Emporiums treffen. Ich meine, wir vier, die wahrscheinlich vier stärksten, mächtigsten, wichtigsten, reichsten, weisesten Personen in ganz Enderal, in ganz Vin. Es wird wahrscheinlich, sind die wichtigsten Personen und die stärksten. Und so werden wir das schaffen. Wer seid ihr? Okay. Diese Wahnsinnigen hier. Heieiei. In das Gewölbe. Puh. Der rote Wahnsinn. Oh mein Gott. Warum habt ihr nicht den Weg freigeräumt? Jetzt muss ich mich hier noch durchkämpfen. Das ist ja unverschämt. Das ist ja unverschämt. Aber schick. Oh. Ich weiß nicht, was kommt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Gewölbe, ja, unbewohnt sind. Sind sie ja nicht. Aber ich verstehe auch nicht, warum die Kerzen an sind. Wie das sein kann. Es ergibt für mich einfach null Sinn. Na gut. Na. Was zur? Meine Güte. Nicht schlecht. Oh, so hell das Licht. Oh. Eieiei. Ein beeindruckendes System, das muss man schon sagen. Okay. Na toll, der Marktplatz ist bestimmt nicht überlaufen. Verbotene Tunnel. Ei, ei, ei. Oh Gott. Tatsächlich, aber... Das ist so... Ein Tunnelsystem für einen reinen Völkermord. Für einen... Ja, für einen Genozid.
ist hier die Rettung für uns. Aua. Ein interessantes System. Verbotene Tunnel. Natürlich gespickt mit allerlei halbtoten Figuren. Was irgendwie mehr Sinn ergibt als mit normalen. Es ist halt das Ding. Hätten das Leute aus der Oberstadt gemerkt, sie hätten rebelliert. Hätten das Leute aus der Unterstadt gemerkt, sie hätten es genutzt. Daher können Untote, die nicht reagieren, quasi das nutzen. Puh. Überall irgendwelche Fässer. Es ist ein riesiges System, ein unfassbar riesiges System. Ein Diskrähenviertel. Uff. Noch nie von gehört. Aber zumindest sind wir schon mal in der Unterstadt. Oh, hier ist der Krieg, wo wir da am Laufen. Aha. Danke. Du, ich sag mal, ich komme hier nicht. Na, wunderbar. Es ist der Krieg. Gegen wen kämpfe ich denn? Ach, Plünderer ja auch noch. Ach, stimmt, die ganze Unterstadt kann ja abfackeln. Das ist ja alles hier aus Holz gebaut. Naja. Würde ich jetzt so nicht sagen, dass das alle waren. Und die steht da einfach in dem Regal, weißt du, und guckt so, ja, was gibt's denn so Schönes? So. Ja, hier ist ja alles am Brennen. Hier sind auch Niremesen. Weißt du was? Ich nutze mal noch zusätzlich so meine Entropie. Wie wäre es, wenn man einfach so ein Orber ja noch herbeiruft? Der wird das Ganze nochmal. Oh. Nochmal chaotisieren. Was das System ja eh schon. Hier ist ja alles. Das ist Krieg. Ich mag diese Chaos-Situation. Weil da kann ich. Ich bin einer der Leute, ich behalte im Chaos den Überblick. Ich kann es für mich nutzen. Ne, das Chaos ist nur gefährlich, wenn man keinen Überblick hat. Und je mehr man das Chaos. Das Chaos ist, hat keine einzelstarken Gegner. Allerdings, wenn man selbst ein. Einzelstarker Gegner ist, dann. Aha. Was haben wir hier? Es brennt. Oh. Aha. Klug.
Ja, mit zweien werde ich fertig. So, habe ich hier noch jemanden? Danke. Ja, ich weiß. Auch wenn du so oft das sagst, das wird dadurch auch nicht besser oder schlimmer. Hier sind wir. Eben. Na, wunderbar. Dachchen! Ja. Entropie beherrsche ich auch lieber Schare. Oh, verlassene Tunnel. Puh. Ende Trümmer der Ordnung Teil 1, Anfang Trümmer der Ordnung Teil 2. Hier ist nichts, das fängt ja schon mal gut an. Die Stadt der... Okay, das war schrecklich. Also war wirklich schrecklich. Ja, aber es war irgendwie anders. Das ist richtig. Ist zwar nicht schön, aber es könnte richtig sein. Oh, kontrollierte Verbrecher, Verlorene. Sie wollen uns hindern, aber... Sie werden es nicht schaffen. Oh mein Gott. Zumal die sehr schwach sind. Und wir sind stark. Aua. Oh. Hier ist nix. Nein, nein, nein. Das ist halt schon echt. Wir kommen dem Zentrum der Macht echt näher. Der Parteizentrale des Chaos. Wow. Faszinierend. Dass so etwas unter der Stadt ist. Na. Er hat schon einen starken Zauber. Schaffen wir noch das nächste Level? Lächerlich, ich becher mich weg. Statt der 1000 Fluten, da ist sie. Puh, scheiße. Kalia, egal was passiert, ich werde bei dir bleiben. Hier ist sie. Scheint, als seien die Pyreer auch verraten worden. Ich habe die Stadt in Flammen gesehen. Und der das getan hatte, hatte ähnliche Beweggründe wie Koarek.
Ich hoffe es auch, Theodor. Ich hoffe, du hast behältst recht. Alter. Das alles ohne Treppengeländer. Oh mein Gott. So viele Leichen, die es nicht geschafft haben. Statt der 1000 Fluten, wohl eher statt der 1000 Stufen. Das ist schon wunderschön, aber wunderschön gefährlich. Da sind sie wieder. Ja, selbst meine FPS wollen, dass ich der Stadt der 1000 Fluten nicht betrete. Ich becher mich weg. Oh, du meine Güte. Guckt sie euch an, die Seelen, die es versucht haben, die kläglich gescheitert sind. Im Lauf noch gestorben, versteinert. Theodor! Theodor! Arantial! Sag mal, das ist jetzt sehr schlecht. Thea, willst du uns hier was sagen? Wir müssen uns so folgen. Thea, hallo.
Oh mein Gott. Okay. Echo der Läuterung. Oh mein Gott, die ist stark, die Läuterung. Düm, düm, düm. Oi, 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 oi. Eieieiei. Theodor! Besiegt sie die Läuterung? Wir werden sie besiegen. Wir werden die Läuterung vernichten. Sie wird nicht mehr. Sie wird nicht mehr sein. Es wird sie nie geben. Auch wenn sie stark sein mag. Aber sie zeigt dann nur, wie stark wir sind. Dass sie eigentlich nur schwach ist. Dass sie nicht das ist, was sie zu sein vermag. Dass sie nur ihr eigenes Ende bedeutet. Ja, gar, dass wir die wahre Macht sind. Nur so ist es und so wird es geschehen. Na. Oh, oh. Naja. Aua. Was ist passiert? Der Drache, wo ist dieser Drache?
Was ist mit Kalia? Wo ist sie? Dann müssen wir sie suchen. Was tun wir nun? Na dann hau ich mir mal kurz einen Chicken rein. Na. Zwar fanden wir die Stadt der tausend Fluten und den Tempel, in dem Arantia das Leuch vermutet, aber ein Angriff der Hohen kostete uns Kalia. Nun ist es an Arantia, Sharim und mir im Tempel der Pyrrhea deren Leuchtfeuer zu finden und die Erinnerung an die letzte Läuterung heraufzubeschwören. Nicht ohne. Oh. Naja, gut, das sollten wir schaffen. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir einen solchen Gegner haben. Ich bin aufgestiegen. Da ist etwas. Ist es das Leuchtfeuer? Das ist hochinteressant. Ja, der Tempel, der muss überrannt worden sein mittlerweile. Es ist einfach so schrecklich. Wie geht's weiter? Hier? Wow. Ja, das bezweifle ich auch. Es ist eine Muratte. Es ist so schrecklich, zu wissen, was passiert, zu wissen, so nah am Ziel zu sein. Allerdings auch, dass die Gegner so nah am Ziel sind. Und wie soll ich das machen? Ich kann das Echo nicht kontrollieren. Na gut, ich sehe, was sich tun lässt.
Fragmente finden. Hier ist ein matter Stein. Das reicht noch nicht. Oh, was haben wir denn hier? Ein altes Schwert. Oh mein Gott. Noch ein Stein. Nein. Und es ist so schrecklich. Noch ein Stein. So schrecklich. So viele Leute, die versucht haben, sich hier zu retten. So. Wir sind. Geschwächt. Dieser Ort hier, er fühlt sich so unwirklich an. Descends eines Sohn. Das ist eine Zivilisation, eine vergangene Zivilisation, in der wir uns befinden. Nichts, doch alles. Spürt der Hohe, dass wir hier sind? Warum unternimmt er nichts dagegen? Und nun, wie bekommen wir diesen Kern in den Behälter des Leuchtfeuers?
Wovon redet ihr? Was habt ihr vor? Ja, deshalb mussten wir etwas finden, auf das wir die Energie der Steine lenken können, den Numinus. Ansonsten würde... Die anderen? Ihr wollt das Leuchtfeuer in die Luft sprengen? Aber was ist mit all den Menschen? Habt ihr den Verstand verloren? Diese Menschen vertrauen euch. Ihr könnt doch nicht auf eine vage Hoffnung in ein solches Todesurteil fällen. Wir kaufen ihnen Zeit. Ja, vielleicht habt ihr recht. Vielleicht ist das das Einzige, was wir jetzt noch tun können. Kann doch jetzt nicht so zu Ende gehen. Die Menschheit vernichten und die Menschheit zu retten? Ist es das wert? Aber was ist die Antwort auf die Träume? Die Antwort auf das Leben. Aber wo sind wir? Was ist das? Ich kenne diesen Ort, glaube ich. Ich glaube, ich war schon mal hier. Nein, ich glaube nicht. Oh mein Gott. Zur Hölle. Was zum... Wer seid ihr? Wo bin ich hier? Du
Trugbild, wovon redet ihr? Was zum Henker ist das hier? Es ist die Stimme von Kevin Spacey, ne? Das sind richtig Prominente. Er ist eine verschleierte Frau. Sie hat mich gerettet und ein Portal hierher geöffnet. Das Unwahrscheinlichste aller Eventualitäten? Was soll das heißen? Ihr meint, dass ich hier bin, ist Zufall? Ich verstehe kein Wort. Verflucht, wovon redet ihr? Wer oder was seid ihr überhaupt? Ihr kennt die Pyrea? Beim Namen der Sonne, wie alt seid ihr? Dann habt ihr den Zyklus überlebt. Wie? Seid ihr einer der Sternlingsväter? Boah. Der Goliath? Was ist das? Was hätte euch eure Unsterblichkeit genützt, wenn die ganze Menschheit ausgelöscht worden wäre? Aber ihr seid hier, also hat euer Plan funktioniert. Ihr habt euch durch dieses Konstrukt unsterblich gemacht und die Läuterung eurer Ära überstanden.
Was meint ihr damit, dass ihr zusehen müsst? Wir sind doch hier Tausende von Arbeiten unter der Erde. Das heißt, ihr seid, seitdem die Hohen eure Zivilisation vernichtet haben, hier unten gefangen? Nein, die sind doch Tausende Meter unter der Erde. Das heißt, ihr seid seitdem die Hohen eure Zivilisation vernichtet haben, hier unten gefangen? Ob die Hohen triumphieren, hängt von denen ab, die die Explosion überleben. Das Wissen um das Leuchtfeuer ist nicht verloren. Machtlos?
Soll das heißen, die Hohen wären ohne unser Beitun machtlos? Wenn wir einfach nichts tun, würde die Läuterung nie geschehen? Und ihr wisst nichts über die Beweggründe der Hohen. All das hier, es muss doch irgendeinen Sinn haben. Nun, dann heißt das, Arantial hat soeben die Läuterung eingeleitet, das Todesurteil für die Menschen unterschrieben? Weil er um jeden Preis als Märtyrer sterben wollte. Er wollte nicht versagen. Dieses eine Mal nicht. Zu sterben? Was meint ihr? Ich soll tot sein, dann meint ihr, das all hier, alles das hier ist eine Illusion?
Das heißt, man isst gar nicht, was man isst. Das ist hochinteressant. Dann soll das heißen, ich habe zu all dem beigetragen? Zur Läuterung? Was sie da sagt, ist doch einfach haarsträubend. Nein, das kann ich nicht machen. Aber heißt das, dass das Leuchtfeuer von Anfang an eine Falle der Hohen war? Da haben mich die Hohen all die Zeit was gelenkt. Sie wollten, dass ich dem Orden helfe, das Leuchtfeuer aufzumachen? Was mit dem Sternling? Sie haben es doch geschafft, sich von dem Zyklus zu befreien, oder? Und sie sind tatsächlich die Väter und Mütter der Sternlinge auf Vyn? Das erklärt einiges, aber warum war die Sternstadt verlassen? Und was ist mit den Sternen denn geschehen? Dann haben mich die Hohen all die Zeit lang was gelenkt? Aber was heißt das? Heißt das, dass das Leuchtfeuer von Anfang an eine Falle der Hohen war? Das ist höchst interessant auf jeden Fall. Was ihr da sagt, ist doch einfach haarsträubend. Hört euch selbst zu. Vielleicht hat es ja einen Grund, dass ich hier bin. Vielleicht können wir den Zyklus noch aufhalten.
Welchen? Was wäre ein sinnloses Opfer? Warum? Ja, ihr meint, ich soll einfach fliehen? Aber wozu? Das hält die Läutung doch auch nicht auf. Ich soll was? Ich kann doch all diese Menschen nicht einfach sterben lassen. Es muss einen anderen Weg geben. Ihr habt vorhin etwas angedeutet. Sagt mir wenigstens, was die andere Möglichkeit wäre. Nicht, wenn ans Tageslicht kommt, wer sie wirklich sind. Jemand könnte fliehen und den Gelehrten der anderen Länder davon erzählen. Aber es wäre ein Versuch wert. Es gefällt mir nicht, aber vielleicht habt ihr recht. Vielleicht ist Flucht in diesem Fall die vernünftigere Wahl. Vielleicht ist das so, aber ich werde mich nicht zum Richter über Leben und Tod erklären. Ich werde das Leuchtfeuer zerstören. Eine neue Menschheit erschaffen und den Zyklus brechen? Oder die Menschheit retten? Ich glaube, wir retten die Menschheit und werden die Hohen vernichten können. Abschalten, ihr meint töten.
Wir sind gescheitert. Als Arantial Jüstland im Hohen befahl, den Luminos zu extrahieren, offenbarte dieser, dass er all die Zeit über ein doppeltes Spiel gespielt habe. Er steckte hinter den Sabotageversuchen in der Alderaschengrad. Er tötete Lishari, als sie dahinter kam, und er ließ gemeinsam mit Batare die Neremesen in die Stadt. Der Grund dafür, seine Familie starb in dem von Arantia verantworteten Massaker der Nacht der Tausend Feuer in Kyra. Während sich Jüstland das nebennahm und damit den Luminos für immer zerstörte, ergriffen die Hohen von seiner Leiche Besitz und verspotteten Arantial erneut. Dieser ist nun fest entschlossen, ihnen ein letztes Mal die Stirn zu bieten, indem er das Leuchtfeuer ohne Luminos zündet und damit ganz arg vernichtet. Sich selbst, die Hüter, Korex Armeen und die lebenden noch lebenden Zivilisten dazu. Aber wir müssen ihn vernichten. Was geschieht? Kalia! Dort seid ihr! Was ist geschehen? Oh mein Gott. Was muss ich tun? Oh mein Gott, was ist... Das Fleischkonstrukt? Okay. Wo sind sie? Dort sind sie, die Generatoren. Was muss ich tun? Werden noch sterben. Ja, ich versuch's. Oh mein Gott, ich muss mich heilen. Oh ja, es kann doch nicht sein, Oh. Okay. Ich versuche es.
Aber diese Schutzschilde, sie. Ja. Aber wie kann ich denn kämpfen? Es muss doch einen Weg geben. Okay. So, ein Kampf ist das. Ja, ich versuche es. So. Ihr werdet sterben. Oh. Los! Es ist nicht mehr viel übrig. Bei Kyros. Die Schilde sind unten. Wir können es schaffen, Kalia. Wir schaffen das. Oh. Okay, was passiert jetzt? Los! Mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt. Mein Gott. Niemals. Na toll. Oh. 40. Eieieiei.
Oh, los. Ja. Eieieiei. Auf die Dinger! Oh. Sind doch nur Monster. Ja, es ist die ganze Zeit brenzlig. Okay, los, 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 los. Nichts anderes. Und aufpassen. Okay, los. Wir haben es geschafft. Kalia. Kalia. Ach so, wir haben noch den anderen Generator. Eieieiei. Oh oh. Kalia, wo bist du? Eieiei. Da bist du, Kalia. Ich versuche es. Eieiei. Puh. Dein Krustenbrot hilft immer. Diese Folge geht schon über 2 Stunden. Komm schon. Okay, los. Es sind nur noch 54%, das sind insgesamt 25. Wir werden dich niederkriegen, ob du ihn magst oder nicht. So. Und jetzt wird es zerstört. Dreizehn, zehn, wir haben es geschafft.
Halleluja, wir haben es geschafft. Ich erzähle es dir so gut es geht, auf dem Weg. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich zum Tempel. Die Läuterung hat begonnen. Was ist? Nur ein bisschen, aber bei weitem nicht so schlimm. Wie das möglich ist, weiß ich nicht. Aber es ist die Wahrheit. Jetzt ergibt doch alles Sinn, was der alte Mann gesagt hat. Meine Leiche im Tempel. Die Flucht in die Sternenstadt ist das einzige Sinnvolle. Der schwarze Wächter hatte recht. Die Menschheit würde die gleichen Fehler nur wiederholen. Ich muss die Läuterung aufhalten, selbst wenn ich dafür sterben muss. So geben wir den Menschen zumindest eine Chance. Gibt es mehr? Ich weiß es nicht. Wie siehst du das Ganze? Meinst du denn, du könntest es schaffen, dich in Sicherheit zu bringen, wenn ich das Leuchtfeuer zerstören sollte, um den anderen die Wahrheit zu erzählen? Nein, ich weiß es nicht. Meinst du denn, du könntest es schaffen, dich in Sicherheit zu bringen, wenn ich das Leuchtfeuer zerstören sollte, um den anderen die Wahrheit zu erzählen? Wenn du überlebst, dann ist es das wert. Und die Menschheit auch. Ich muss die Läuterung aufhalten, selbst wenn ich dafür sterben muss. So geben wir den Menschen und dir zumindest eine Chance. Es tut mir leid, all das. In den Sonnentempel teleportieren und das Leuchtfeuer zerstören. Kalia, ich werde an dich immer denken.
Die Steine. Ich muss die Steine zerstören. Oh mein Gott, sie sind alle. Erzmagister. Hüterin. Ne Witze. Sie sind alle tot. Mein Gott. Dieses Leid. Jesper! Jesper! Was ist hier passiert? Was hat er getan? Er hat es entzündet. Ich bin anders, es ist kompliziert. Arantial hatte den Numinus nicht, Jesper. Er hat das Leuchtfeuer ohne ihn entzündet. Das ist es, was die Läuterung einleitet. Ich werde es aufhalten. Ich kann und ich werde, ja. Mein Gott, es ist so schlimm. Taranor. Nein, mit dem möchte ich gar nicht reden. Oh mein Gott, es ist... Eigentlich ist Arantel ja auch eine Art Verräter mit dem, was er getan hat. Schafft, ihr habt das hier zu verantworten. Ihr habt die Läuterung verursacht. Geblendet vom Stolz. Vom Märtyrerstolz. Du hast uns alle vernichtet. Du alleine. Und ich weiß nicht, was ich tun muss.
Nintendo will das Leuchtfeuer zerstören. Huch. Ich werde das Leuchtfeuer zerstören. Für die Menschheit. Für Enderal. Für Kalia. Ach ja. Damals. Ich möchte gar nicht viel reden, einfach nur die Gefühle, die hier gerade eintreten. Genießen. Und die Realität beobachten mit Papi. Aber wo bist du? Ja, meine Leute, das war Enderal. Let's play Enderal. Das Finale. Und nun ja. Ich muss sagen, wow. Einfach wow. Ich hoffe, man hört mich, weil die Musik ist sehr laut. Ich muss sagen, Enderal, ein Spiel mit einer super
Story. Eine geniale, berührende, rührende Story. Auf einem so hochklassigen Niveau. Das ist vergleichbar mit BioWare. Den Vergleich würde ich ziehen, der Story. Die Sprecher, perfekt. Die Kulissen in den Dungeons, perfekt. Die Charaktere, perfekt. Das Ende, perfekt. Die Plot-Twists, perfekt. Der Anfang, perfekt. Es gibt nur, wie bei jedem perfekten Bild, einen Rahmen, der das Ganze leider aus dem Ganzen reißt. Wir müssen ein Spiel immer als Ganzes betrachten. Und wir betrachten Enderal als Ganzes. Und nun ja, wir haben die... Fangen wir bei den einfachen Sachen an. Die Musik ist zu laut. Kann man doch mal gratulieren. Ja. Nein, fangen wir bei den einfachen Sachen an. Also, die Dungeons sind schön. Die Welt ist nicht so schön. Das schöne Grünland am Anfang, im Hauptgebiet, unten bei Ark. Okay, das ist ein schönes Gebiet. Das ist das beste Gebiet gewesen. Die Wüste, super schön gestaltet. Wunderbar gestaltet. Kann ich nichts gegen sagen. Das Winterland, die Berge, naja, das ist das größte Problem dieser Welt gewesen. So viele Berge, so viele Wege, die man nicht kannte. Bis zur neuen Map auch noch das Problem, dass man diese Wege auch nie gesehen hat. Es war sehr schlimm. Wirklich mit diesen Bergen, dass man... Es gab keine Ordnung auf dieser Karte. Dann das Problem. Nun ja, ich sag mal, sie war jetzt auch nicht besonders einfallsreich gestaltet. Sie war nicht besser, nicht schlechter als die von Skyrim. Die Höhlen, die Dungeons, ja, auf jeden Fall. Die Welt nicht. Die Story, nein, gegen die Story kann ich einfach nicht sagen. Die Story, die Hauptmission ist sowieso eines der besten Sachen. Ich glaube, bisher in meinem Leben kommt höchstens Mass Effect daran. Nein, also Mass Effect kommt daran. Bei anderen Spielen wird es schon schwer. San Andreas ist auf demselben Niveau wie das hier zum Beispiel, finde ich. Die Nebenquests, auch super. Die Charakterplots, ein Traum. Die mit Kalia, die mit Jesper fast noch besser gewesen. Diese Aufnahmeprüfung, Alter, wo wir Kalia kennengelernt haben. So ein Wahnsinnstraum, diese Mission gewesen. Aber nicht das Krönchen, sondern der Tropfen Essig auf der Torte. Da war das Balancing. In der Mission und im Spiel. Ich fand... Oh, die haben The Witcher-Modelle genommen. Sehe ich gerade. Texturen-Modelle. Huh. Grüße gehen raus an CD Projekt Red. Die Leute von The Witcher. Ja. Also, das Balancing war im Arsch. Sage ich in diesem Spiel. Es war echt im Arsch, fand ich. Ja, will ich nicht mehr zu sagen. Ich will nicht so viel über dieses Negative reden. Man soll ja Kritik zu 90% positiv, 10% negativ äußern. So versuch es auch. Ne, Balance war ich Arsch. Was
Auch im Ashura war halt die Backtiefe so, also gar nicht mal so schlimm eigentlich. Eigentlich war es gar nicht so schlimm. Es war schon eigentlich eher sehr, 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 sehr gut. Es gab halt bestimmte Bugs, ne, mit den Türen und so. Konnte man alles regeln, zum Glück. Das muss ich auch so sagen, ne, ist bei Skyrim ja nicht anders. Das sind Bugs, die kann man auch teilweise nicht lösen. Also, ne, da, das Balancing ist das große Problem gewesen. Im Allen. Wir sind im Hauptmenü gleich. Ich höre die Musik schon. Im Allen. Abspann ist vorbei. Die Folge geht 2,5 Stunden. Manch Kinofilm ist so lang. Was würde ich dem Spiel für eine Wertung geben? Fallout New Vegas hat damals 82 bekommen. Skyrim, glaube ich, 86, 88. GTA San Andreas hat eine 94er. Ich würde es auf 75, glaube ich, einordnen. Ich glaube, 75 wäre fair. 75 vielleicht, also 70 bis 75, den Dreh würde ich gehen. Weil halt so viele gravierende Fehler drin sind. Nicht gravierende Fehler, also gravierende Nachteile. Dadurch geht keine bessere. Wäre das Balancing auf Skyrim-Niveau und nur sowas wie die Karte gewesen, das Spiel hätte, glaube ich, eine 80, eine 82 gehabt. Ist ja mindestens genauso gut gewesen wie Skyrim, sage ich. Dadurch aber nicht. Auf jeden Fall, ich gebe als finale Wertung dann eine 74 ab. Eine 74, das Spiel kann man, nein, das sollte man spielen. Eine kostenlose Mod, muss man da einfach mal sagen. Shure AI. Wahnsinnsarbeit, was ihr da reingesteckt habt. Ein riesen Aufwand. Es tut mir auch leid an die Beleidigung, die ich immer wieder gemacht habe. Ich weiß. Ist auch, ich verstehe es auch vollkommen, wenn ihr das nicht verzeiht. Aber trotzdem, alles in allem, ich finde Enderal gut. Und es hat mich gefreut, das gespielt zu haben. Aber ich freue mich, jetzt gleich Enderal zu verlassen und mit meiner Charakterin zurück nach Tamriel zu gehen und dort die Abenteuer zu bestreiten. Wir sehen uns, also ihr seht jetzt noch 19 Folgen sammeln und dann sage ich trotzdem, wir sehen uns in Tamriel. Bis dahin, macht's gut in Enderal und denkt immer dran. Sayira.